Was macht ein Pirat am PC? Er drückt auf die Enter-Taste. Hey Leute, was soll die Scheiße? Bitte, hört auf damit! Hört auf! Hast du eigentlich ein schönes T-Shirt auch an? Ja, findest du? Nee. Danke, okay, gut. Das Nationaltier von China. Fuchs. Nee, das ist der Eisbär. Es ist die finale Antwort, der Eisbär, weil der ist auf der Flagge. Ich will noch mal einer mit Hauptbier trinken. Ja, ich glaube, da wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen. Ach, ihr mit eurem Gefeier immer. Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Na, 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 na. Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούτσια στο κρεβάτι. Entschuldigung, Sie haben 20 Euro verloren. Oh, danke. Ich danke Ihnen. So, wir geben uns erstmal die Hand. Auf eine gute Wichsung. Zu landen. Das fasse ich nicht. Digga, du duschst 14 Tage nichts. Die pennen danach ja auch wieder zusammen im Shelter und können sich nicht waschen und nichts. Also das ist ja, also das hätte ich Romatra komplett verboten. Da hätten wir uns getrennt. Wie geil wäre es, wenn wir das einfach gefilmt hätten? Nur um den Kamera, um den Typ, der das schneiden muss, abzufucken. Einfach um den richtig zu verstören. Und? Ich find's gerade ganz schön, das jetzt zu sehen, weil ich genau weiß, die beiden haben sich gerade komplett eingehobelt und gehen jetzt ins Interview rein. Was für eine Scheiße. Wer kommt denn jetzt? Hello. 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 Hey, I'm gut. Fine. Yeah. Let me rat from Australia. Oh no. From England. Yeah. wir sollen vielleicht fragen, ob da unten ein Sportgeschäft in der Stadt ist. Is there down under a Sportshop? A Sportshop. A Sportshop. Yeah, for sure. Yeah. Wow, ich liebe, yeah. I love your accent. Yeah, this. Nein, aber das ist so beautiful. Oh, thank you so much. Okay, and your name? Chloe. Chloe. Have a good afternoon. Have a good. Da ist es enorm glatt. Man sieht das, es regnet ja immer noch. Und ich rutsche hier einfach so unter dieses Tor runter. Und da hilft mir auch der Watschengang, den die Kollegin empfohlen hat, gar nicht. Denn ich komme hier nicht mehr wieder auf. Ich muss wirklich aufpassen, weil ich einfach nur ausrutsche. Also man kann sich hier im Saarland, auch in Saarbrücken, auf nicht gestreuten Bürgersteigen tatsächlich schneller die Knochen brechen, als es einem lieb ist. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die geht bis morgen früh weiter. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Wir suchen Leute, die besonders sind. Das Einzige, was bei dir besonders ist, du bist besonders schlecht. Also wenn du bei mir im Keller singen würdest, nicht, da würden die Kartoffeln freiwillig geschält nach oben kommen. Weißt du, wenn du das im Fahrstuhl da hochhältst, was du singst, dann nimmt jeder die Treppe. Ich hab schon Leute zu Tränen berührt. Mitleidstränen waren das. Das Einzige, was du mit deinen Stimmbändern machen kannst, ist sie in Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes Problem. Ich finde, also du hast eben ziemlich schwach angefangen.
aber dann mit der Zeit eben noch stärker nachgelassen. Wenn die Leute morgens um 5 Uhr aus dem Ballermann rauskommen und da rauschorkeln, völlig besoffen, die bewegen sich besser als du. Hey, danke, dass du dich mit mir in dieses gentrifizierte, von Kakerlaken infestierte Café begeben hast. Deine Pronomen waren er, ihm, richtig? Ich weiß gar nicht, warum ich frage, wenn ich eh du zu dir sage. Mein Name ist Lydia. Ich suche nach einer situationellen Donnerstagspartnerschaft. Wie? In meiner Bio stand doch, ich bin maybe sexual. Je nachdem, welcher Tag ist, suche ich mir einen Partner aus. Morgen ist dann Lia dran. Dachtest du etwa, ich sei hetero? Pfui. Hallo, wir hätten gerne einen Soja-Ayran-Klopp-Mate-Spezi-Ashwagandha-Cocktail mit extra viel Alkohol. Und, einen Kaffee? Du trinkst keinen Alkohol? Einen Sojamilchkaffee für den da. Ich blühe schon mal vor für den Techno-Nachmittag im Sisyphos. Außerdem muss ich betrunken sein für jegliche soziale Interaktion. Also, für welche 5 wohltätigen Zwecke hast du dich diese Woche schon stark gemacht? Bitte mit Beweisfoto von dir auf der Demo auf deinem Instagram. Sollte jeder Mensch seinen Wasserkonsum senken und wie ich einmal die Woche duschen gehe. Oh, es ist schon 6 Uhr. Die Zeit verging wie im Flug. Sorry, du bist leider unten durch bei mir. Du hast mir vor 40 Minuten gemansplained, dass es Gnocchi und nicht Gnocchi heißt. Außerdem manspreadest du. Das Zeug von toxischer Männlichkeit. Ich brauche mehr weibliche Energie in meinem Leben. Sorry. Du zahlst dann ja? Du verdienst ja mehr als ich. Und Erbensteuer musstest du bestimmt auch nicht zahlen, du versnobte Oberschicht. Bye.